Hallo und grüße euch, liebe Fußballfreunde, zu einer weiteren Folge Zackis Fußballwelt. Nach einer bitteren Niederlage am Sonntag dürfen wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen positiv bleiben, in die Zukunft schauen. Und wer kann es uns besser sagen, wie mein besonderer Gast heute? Es ist unser Präsident, unser Herbert Maciek. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute bei mir im Studio ist. Wir werden ein bisschen über sein Amt reden, über seine Zukunftspläne mit der Austria. Ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Also viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, und schon sitzt da unser neuer Präsident. Seit 3 Monaten, glaube ich, bist du jetzt im Amt bei uns. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du eben schon lange Austria-Fan bist. Welche Erinnerungen hast du so, wenn du jetzt an die Austria denkst, weil du schon länger Fan bist? Naja, ich sage einmal, die Erinnerungen sind sowohl positiv als auch negativ, also sagen wir durchwachsen. Zu Zeiten, wo wir entsprechend dann wirklich mitgespielt haben, ganz vorne, bis zu bitteren Abstiegskämpfen, die wir mitgemacht haben. Wobei in meiner Funktion als Steuerberater schon jahrelang den SK Austria begleite, auch mit allen Höhen und Tiefen. Alles auch, was die finanziellen Situationen, die finanzielle Situation betrifft, haben wir eigentlich auch schon alles erlebt. Umso mehr hat es mich gefreut, dass mittlerweile jetzt vor knapp 2 Jahren die neuen Investoren, wenn man sie so nennen darf, hier sich präsentiert haben und respektive auch entsprechend wirklich die Schulden respektive die Altlasten beseitigt haben und das Ganze auf Vordermann gebracht haben, sowohl finanziell als auch entsprechend mit der natürlichen Infrastruktur und der Ausstattung, die man jetzt genießen kann. Auch die ersten Monate, es war schon so, dass das mir nie fad geworden ist, also auch nicht aus, ohne meiner normalen Tätigkeit. Aber ich bin überall sehr gut aufgenommen worden und mir macht die Arbeit wahnsinnig viel Spaß. Natürlicherweise auch mit einer gewissen Euphorie und mit einer gewissen Hoffnung, dass wir heuer entsprechend das schaffen, was wir uns jedes Jahr aufs Neue vorgenommen haben. Aber dem Ziel, wenn wir sowohl immer näher treten können und näher kommen und auch wenn es jetzt für einen kleinen Rückschlag gegeben hat, am Ende ist abgerechnet und da bin ich trotzdem noch zuversichtlich, dass wir ganz vorne mit dabei spielen. Freut mich bzw. freut uns sicher allen allen Zuschauern, dass du mit so einem Engagement dabei bist. Ist auch nicht selbstverständlich, es gibt einige Präsidenten, aber ich kenne die jetzt nicht lang und bin schon jetzt positiv, dass wir da Erfolge feiern, auch mit dir zusammen. Und du danke. Dankeschön, ich werde mich weiterhin auch anstrengen auf das. Ja, das kann ich versprechen. Gell? Und gleich zur nächsten Frage, wo steht die Austria deiner Meinung in 3 Jahren? Wo steht die Austria in 3 Jahren? Ich hoffe in der ersten Liga. B, geht es darum, dass ich sage, den Weg, den auch in der neuen Besetzung mit den neuen Investoren, der geplant wird und den man auch wirklich auch rigoros verfolgt, ist eigentlich jene, den Fußball wiederum hier in Klagenfurt entsprechend beliebter zu machen, bekannter zu machen, den Fußball wieder zu den Leuten zu bringen. Nämlich auch dahingehend, und das habe ich ja über die ganzen Jahre miterlebt, es hat immer geheißen, wenn bei der Austria irgendwas daneben gegangen ist, klar, kann nur daneben gehen. Zweitens war dann immer das Thema, wir kommen schon zuschauen, aber dann wirst du gut spielen. Investoren oder Sponsoren, die gesagt haben, wir investieren schon, aber dann wirst du gut spielen, da müssen wir Infrastruktur passen, da dürft ihr den Schlagzeilen sein, da müsst ihr euch anständig und wohlfeil verhalten, was auch immer. Ich glaube, dass über die Jahre hinweg jetzt wir daran massiv gearbeitet haben und schon bald so etwas wie Musterknabe und Musterschüler bei allen Dingen sind. Nur wird es jetzt Zeit, und das versuche ich auch in meinem Amt zu verbreiten, dass man gewisse Versprechungen auch wieder jetzt einmal einfordert. Nämlich das, was uns vorgeworfen wurde, nicht gemacht zu haben, das tun wir jetzt alles. Dann hätten wir aber auch ganz gerne untersuchen, auch entsprechend die Mithilfe dahingehend, das Projekt weiterzuentwickeln. Das Projekt weiterzuentwickeln, und das ist auch der Plan der nächsten 3 Jahre, ist über die Nachwuchsschiene, über eine Akademie auch entsprechend den Klagenfurter jungen Spielern Möglichkeit zu bieten,
sich hier zu etablieren, hier mitzuspielen, dann auch in der ersten Liga mitzuspielen, um auch etwas zu schaffen, nämlich den Fußball wiederum in dieser Region, wenn wir so wollen, zu implementieren. Du hast mir jetzt fast die nächste Frage vorab genommen, ja. Thema Akademie. Hm. Ist kein Geheimnis, dass unser Verein unbedingt die Akademie haben will. Wie schaut jetzt, wie ist da der Stand der Dinge und wie ist der Plan? Stand der Dinge betreffend der Akademie ist, dass wir das Ansuchen vorbereitet haben und das Ansuchen einbringen. Wir auch entsprechend positive Schreiben, Empfehlungsschreiben auch von Stadt und Land haben. Und dass das jetzt entwickelt werden sollte. Ja, das heißt auch mit Start im heurigen Jahr. Und wir sind zuversichtlich, dass das auch angenommen wird und dass wir da auch wieder einmal einen Schritt setzen für junge Nachwuchsspieler, dass sie entsprechend hier ihren Raum finden, einmal von klein auf trainieren zu können, weiterentwickelt zu werden und entsprechend irgendwann in der Kampfmannschaft dann auch die Leistungen zeigen zu können. Wie siehst du das Verhältnis zu den Fans? Jetzt ist es natürlich schwer, weil keine Fans im Stadion sind, aber wie siehst du so das Verhältnis zu den Fans? Naja, also es tut mir extrem leid, dass wir da die Fanabstinenz jetzt haben müssen. Ja. Wir hatten schon einmal mit dem Harald Gärtner und ich gemeinsam mit Vertretern von den Fanclubs einmal ein Gespräch, wo vieles wir auch versucht haben aufzuklären aus der Vergangenheit, wo halt Fragen der Fans kommen. Wie es mit dem Verkauf von einem Spieler ausgeschaut hat, warum das so war und ob das alles wohl passt und warum diese oder jene Personalentscheidung bei den Spielern getroffen wird und sowas. Ich finde das ja einmal grundsätzlich super, dass die Fans sich so einbringen und respektive auch mitleben und auch informiert sein wollen. Das Thema, was wir trotzdem haben und das jetzt einmal so frech sage, ist, wir könnten viel mehr Fans gebrauchen. Ja? Und wenn ich da rausschaue in das Stadion mit 30.000 Plätzen, gell? Und jetzt wenn ich sage, wenn man nur unter Anführungszeichen 5.000 Zuschauer hätten, ja, wäre die Stimmung ganz andere. Und natürlicherweise würde sich das auch meines Erachtens auf die Mannschaft am Spielfeld, du hast unten gespielt, du weißt, wie toll das oder wie wenig toll das ist, und würden keine Leute oder viele Leute sitzen. Und da hätte man schon noch Bedarf. Das Präsidium besteht ja aus Österreichern und Deutschen, ja. Ja, was wir jetzt so mitkriegen haben. Mhm. Wie ist da die Stimmung untereinander? Ich meine, einige fragen sich ja, geht das wohl gut, Österreicher und Deutsche? Hat es schon noch was gegeben oder auch was Lustiges, eine Anekdoten? Kannst du da was erzählen? Nein, also Deutsche und Österreicher, glaube ich, kommen gut zurecht. Gell? Ich habe gerade mal am Wochenende zwar wieder die Biefke-Sache angeschaut, die haben wir gerade wieder, wo wir de facto mit den Deutschen da nicht so gut zusammengekommen sind. Nein, aber wir telefonieren regelmäßig, beziehungsweise wir haben auch Videokonferenzen. Es läuft natürlich der Schmäh mit einer gewissen auch Ernsthaftigkeit. Die deutschen Investoren, also sprich die Brüder Karitzer, wissen, wo sie wollen. Gell? Und das, daran lassen sie auch keinen Zweifel, das ist auch gut so. Sollte auch so sein, das ist auch das Geld der Investoren, das da entsprechend gesetzt wird. Und damit geht der Interesse, was mit meinem Geld passiert und was da gescheit passieren. Wenn du drei Wünsche frei hast, in Bezug auf die Austria. Okay, auf die Austria. Ich habe schon gedacht, meine persönliche. Nein, die kommen vielleicht an, aber in Bezug auf die Austria, welche wären das? Naja, ich hätte eigentlich betreffend der Austria, hätte, wenn ich drei Wünsche hätte, auch die Wünsche den Spielern gegenüber, spielt es gut, dass wir aufsteigen. B, den Investoren gegenüber, dass ich sage, bitte haltet uns die Stangen und macht das noch lang so weiter. Dritter Wunsch an Sponsoren und Fans, bitte kommt ins Stadion und unterstützt uns. Und wenn alle die drei Wünsche aufgehen, dann haben wir da eh quasi Fußballparadies. Kann ich nur unterschreiben, wären auch genau meine drei Wünsche gewesen. Also, bin ich schon nah dran am Präsident sein. Ja, meine Periode läuft an und das sind für 4 Jahre, aber ich kann jederzeit zurücktreten. Nein, also, zacki für die Woche, die das. Ja, also, zacki für Präsident. Bitte nicht, bitte nicht. Dann hätten wir einmal einen zackigen Präsidenten. Ja, genau. Ich muss am Feld bleiben. Solange ich noch laufen kann. Bitte machen wir lieber alle das, was wir kennen. Ich am Feld. Du, das Präsidium. Danke, dass du weißt, dass es kann. Also, das ist ein Vertrauensvorschuss. Absolut, das habe ich jetzt gemerkt. Danke.
Wo hast du gespielt? Ich habe in der Gassenliga gespielt, also ich bin aufgewachsen in Klagenfurt, in der Grabengasse, und dort hat es einen Fußballbock gegeben, also okay. Fußballplatz war das keiner. Und da haben sich einfach die Jungs von der Umgebung getroffen und da haben wir dann Fußball gespielt. Also ich habe nie bei einem Verein gespielt, sondern wir haben da immer nur das so quasi lose gemacht, und haben aber auch Siedlung gegen Siedlung gespielt. Also sprich, dann haben wir in der Umgebung war die Neumarkt-Siedlung, hat die Leute geheißen, bei der Glan. Und dort haben wir nachher quasi, sind wir auswärts gespielt, sind wir nachher auf deren Platz getrunken und haben dort gespielt, und umgekehrt haben wir bei uns dann wieder unser Heimspiel gehabt. Wenn es die Leute hören, fragst du natürlich, was für eine Position unser Präsident bekleidet hat. Naja, ich hab einmal als Stürmer angefangen und habe dann geendet im Tor. Das ist aus Trainersicht kann man sich da schon was vorstellen. Warum ist ja, so? Aber im Tor war ich gar nicht so schlecht. Also gehalten habe ich viel. Das Problem, das ich immer gehabt habe, ich habe keine Tormann-Handschuhe oder was gehabt, sondern ich habe von meinem Vater nachher von der Garage aus seine Arbeitshandschuhe. Der gehabt hat, und mit dem habe ich nachher aber auch relativ viel gefangen. Also durchgerutscht sind wir relativ wenig gewesen. Es hat ja schon mehrere Präsidenten in Österreich gegeben, die was, soll ich sagen, etwas mehr den Präsidenten raushängen haben lassen, wie ich jetzt die kennengelernt habe. Wie siehst du jetzt so deine Rolle? Du bist, glaube ich, nicht der, was mit dem Rolls-Royce vorfährt und der Zigarren aussteckt, sondern wie siehst du jetzt die Rolle so als Präsident? Also ich sehe meine Rolle als Präsident eigentlich erstens sehr demütig, nämlich eine Funktion zu haben, die Verantwortung mit sich bringt, und der Verantwortung zuerst mit Bewusstsein. B, etwas zu repräsentieren, liegt mir nicht an, ist auch nicht meine Welt. Gell? Ich kommuniziere gerne mit Menschen, absolut. Ich freue mich, jemanden begrüßen zu dürfen. Titel waren für mich eigentlich nie etwas, wo ich sage, das braucht man, wenn man Mensch ist. Ja. Das sage ich immer, zum Beispiel, wenn du das nicht hernimmst und das, der hat studiert, der Mensch studiert, sage ich immer, die Uni ist keine höhere, sondern maximal eine längere Schule. Gell? Und Präsident, gell, ist ja eigentlich komisch, weil Präsedere kommt ja von vor sitzen. Gell? Also sitzen heißt schon einmal den Grund nach, du tust eher wenig oder nur sitzende Tätigkeit. Also so sehe ich mich nicht. Also mich auf irgendwelchen Partys und auf irgendwelchen Events wiederzufinden, in irgendwelchen Rollen, die nicht zu mir passen. Ich bin es nicht und ich werde es auch nicht sein. Also ich werde die Zigarre weglassen, ich werde die Autos weglassen. Ich werde hoffentlich in meiner Funktion auch das Strafrecht außer Acht lassen, was ja entsprechend in manchen Präsidialen auch passiert ist. Und ich versuche das Ganze eben redlich zu machen und mit meiner Person, so wie ich bin, ich werde mich nicht verstellen, ich werde mich nicht verändern. Dafür bin ich auch schon viel zu alt. Ich hoffe, manche haben mit mir Freude oder viele haben mit mir Freude. Wenn mit mir keine Freude hat, soll es mir einfach ins Gesicht sagen, ich kann mit Kritik umgehen. Und so würde ich meine Rolle auch in weiterer Folge jetzt mal umgehen. Also ich kann nur sagen, ich habe eine große Freude mit unserem Präsidenten. Damit möchte ich mich auch recht herzlich bedanken fürs Einschalten. Danke, lieber Präsi, dass du Zeit genommen hast. Danke, ist ja nicht so. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt wieder Neues erfahren in dieser Folge. Also nicht vergessen, wieder einzuschalten. Danke fürs Zuschauen. Euer Zacke.